Ja, ich grüße euch. Jetzt gibt es das erste Video ja, mit dem Dualseelenthema, das ich vor der Kamera mache. Sonst kennt sie mich ja immer von den Kartenvideos. Und ja, nachdem sich immer wieder Fragen ergeben, die sich sehr ähneln, beziehungsweise auch in meinen Beratungen, wo ich merke, ja, das ist so etwas, was viele interessiert. Und natürlich hat es auch mich immer interessiert. Persönlich habe ich mir gedacht, ich mache jetzt auch zu den Dualseelenthemen Videos. Ja, eben, wenn Fragen da sind, wenn Fragen auftauchen. Ich wollte eigentlich auch noch was anderes beginnen. Ich hoffe, ich schaffe das auch noch, was so ein bisschen nebenbei mitläuft oder mitlaufen soll. Neben den ganzen Dualseelensachen. Aber ihr wisst ja, ich will euch immer helfen und ich will für euch da sein, damit ihr das, ja, damit ihr damit besser umgehen könnt, weil gerade eine Dualseelengeschichte ist schon ich will nicht sagen, ein schwerer Weg, aber es ist viel zu lernen. Man muss vieles auch an sich verändern. Und ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht einfach ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich fange jetzt auch eben mit so einer Videoserie an, soweit es meine Zeit zulässt. Ich mache es eh gern, aber ihr wisst ja, ich sage es ja immer wieder, auch bei mir ist es halt nicht ganz so einfach, das auch noch unterzubringen, aber ich versuche es und ich mache es gerne. Und ja, wenn ihr Fragen habt, also solche Fragen, die alle interessieren könnten, könnt ihr mir auch gerne schreiben, dass ich dann auch ein Video dazu mache. Ja, und heute wollte ich eben gleich als erstes das Thema. Ja, warum passiert eigentlich im Osten nichts angehen? Weil das werde ich auch immer wieder gefragt. Und man sieht es ja auch in den Legungen, dass oft wirklich das schon ganz toll ausschaut. Aber im Außen passiert nichts. Ja. Viele sagen mir auch, sie spüren das auch. Ja. Sie wissen genau, irgendwas passiert, aber im Außen passiert nichts. Und es ist so, dass ich euch gerne wirklich so ein bisschen meine Erfahrung weitergeben will, was ich selber eben gelernt habe in den letzten Jahren, was ich auch so aus, ja, Klientengesprächen raus gefiltert gehört habe. Aber auch, ich denke mir, dass auch die geistige Welt mitredet, oder ich denke mir nicht, ich weiß es. Also, dass das so ja, ein bisschen eine Mischung ist, die Antwort, so wie immer bei mir, die mich schon länger kennen, wisst ihr, sehe, dass bei mir auch immer, ja, das gemischt ist und von oben auch von der geistigen Welt jemand mitredet. Oder auch mein höheres Selbst vielleicht. Also ich will das auch nie mehr so trennen. Aber nur ich weiß, dass viele interessiert. Okay. Ja, also warum sieht man im Außen nichts? Es ist so, also wirklich, ich sage das auch immer meinen Klienten bei der ersten, wenn es die erste Beratung ist, so vergiss alles, wirklich alles, was du bisher über Partnerschaften gelernt, gehört, erlebt hast. Also du kannst wirklich eine Dualseelenverbindung, eine Dualseelenbeziehung mit nichts vergleichen, ja, außer vielleicht mit einer anderen Dualseelenverbindung und nicht mal das, aber es gibt ja so gewisse Grundlagen, die überall gleich sind. Oder die bei vielen gleich sind, ja, wie sie vielleicht auch schon festgestellt habt. Oder wenn sie die Dualseelenbücher lest, es gibt auch ganz tolle Bücher mal. Es ist schon so, dass man sich da wiederfindet. Aber alles andere, was sozusagen nicht Dualseele ist, möchte ich euch wirklich bitten, vergesst das, ja. Das kann man mit nichts gleichsetzen, ja. Und ja, also von der geistigen Welt, jetzt sage ich es euch dazu, weil ich sehr stark spüre, kommt, dass eben deswegen oft nichts im Außen zu sehen ist. Also ihr sollt daran denken, dass sich alles, das gilt auch für alle anderen Lebensbereiche, zuerst manifestiert sich das quasi auf der unsichtbaren Ebene. Und das ist auch das, was ich oft auffange mit den Karten, ja. Wo ich euch was sage und deswegen sage ich es auch schon immer dazu, weil ich das spüre. Also ich spüre ja sehr viel und ich spüre auch teilweise meine Zuschauer, ja, von den Videos und ich weiß, was eure Fragen sind oder ich spüre es. Und ich weiß, dass viele sagen, auch die, die mir das nicht schreiben, sondern auch ich spüre das auch. So quasi, ja, haha, ne, warum wird da immer gesagt, da tut sich was und der kommt? Und ich meine, einige bestätigen mir das dann auch, oder viele eigentlich, ja, freut mich eh. Aber es gibt eben auch die anderen, die sagen, ja, ich weiß zwar, dass es so ist, aber es passiert nichts im Außen. Und das ist eben, wo ich wirklich euch um Geduld bitten möchte. Es ist wirklich eine Geduldsfrage, obwohl wir das Wort
oder viele von euch sich nicht hören wollen, ich auch nicht. Also ich habe eine Zeit gehabt, wenn mir ein Kollege oder ein Berater, wenn ich mal jemanden konsultiert habe, gesagt habe, ja, jetzt musst du noch geduldig sein. Das war für mich ganz, ganz schrecklich. Das werdet ihr wahrscheinlich auch kennen. Vor allem, wenn eure Geschichte vielleicht schon sehr viele Jahre dauert, euer Dualseelenweg. Aber da müsst ihr wirklich, und das kommt so ganz stark jetzt von der geistigen Welt auch rein, soll ich euch sagen, es ist, sie würden es aber nicht einmal als Geduld bezeichnen, sondern ihr sollt es einfach als euren Weg sehen, den ihr geht, ja. Das ist der Weg und sie sagen, ihr Menschen, ihr habt so ein tolles Sprichwort mit, der Weg ist das Ziel, ja. Also das sage ich ja auch immer wieder in meinen Orakeln, es geht wirklich nicht darum, ihn oder sie zu bekommen. Ich weiß eh, wir wollen das alle, ja, oder die meisten, die eben in einem Dualseelenprozess sind, wollen das ja, ne, weil sie diesen Menschen so toll wie keinen anderen finden und lieben, aber genau den bekommen wir dann nicht, ja. Und das ist eben dieser Klebstoff. Ich nenne das immer für mich so Klebstoff, weil man kann diesen anderen Menschen nicht vergessen. Und das sage ich auch immer wieder dazu. Ich weiß auch, und ich habe das selber alles durch. Man hat so Phasen, wo man sich denkt, hurra, jetzt ist der weg aus meinem Kopf und ich will da nie wieder dran denken. Und man beendet die Beziehung oder meistens beendet es ein Dual. Dann geht man durch eine ganz schreckliche Zeit meistens mit viel Tränen und traurig sein. Und bis man sich endlich erfangen hat, dann denkt man sich, hurra, jetzt vielleicht, ja, oder geht man in eine neue Beziehung und denkt sich, hurra, das ist vorbei und ja, aber das ist nicht so. Also ich habe es noch von niemandem gehört, dass man wirklich ja, den Dual total abschließen konnte. Also Versuche, ja, wie gesagt, das höre ich immer wieder, aber man kann nicht abschließen und deswegen nenne ich das auch eben den Klebstoff, ja. Man findet diesen Menschen entweder auch vom Äußerlichen her so toll, oder man hat das Gefühl, man kann nur mit ihm und man liebt ihn so. Oder man hat auch gar keinen Grund vielleicht und hat einfach immer, immer diesen Menschen im Kopf. Und da ist es halt, wie gesagt, ganz wichtig, dass ihr euch Zeit gebt. Auch wenn es schon so lange dauert. Aber das ist einfach, man kann es wirklich nicht mit menschlichen Maßstäben benennen, ja, mit messen. Ich weiß, manche sagen, ja, jetzt warte ich schon 3 Jahre und meine Freunde fragen mich alle, ob ich verrückt bin und sagen, ich soll den endlich vergessen. Das geht aber nicht. Und egal, auch wenn es 10 Jahre dauert, ja, ihr könnt den oder die nicht vergessen. Ihr könnt es versuchen, ich will es euch auch nicht einreden, ja, aber ich sage es euch nur aus Erfahrung, dass es nicht funktioniert und es soll ja auch nicht funktionieren, weil ihr dürft es nie vergessen, der Dual ist eure andere Hälfte. Also es ist ein Teil eurer Seele und wenn ihr den vergessen wollt, dann wollt ihr euch selber vergessen, dann wollt ihr euch selber verdrängen und das wird auch nicht funktionieren, weil man kann sich selber nicht, ja, ganz wegmachen. Also insofern versucht es wirklich, das anzunehmen. Ich sage immer, annehmen ist so, glaube ich, das beste Wort, mit dem man das beschreiben kann, ja, diesen Prozess. Und eben auch, um auf das Thema zurückzukommen, warum seht ihr das nicht im Außen? Weil vieles sich eben schon, oder alles, vorher auf einer unsichtbaren Ebene manifestiert, erstens mal, und dann zu dem genau richtigen Zeitpunkt, wo alles stimmt, ja, dann wird der oder die auch wieder in ein Leben treten, dann wird sie zusammenkommen, wobei ich immer sage, es muss nicht, es ist nicht zwingend notwendig, also es wird zwar immer behauptet, dass die Duale zusammenfinden, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, entweder es kommt, man kommt zusammen oder man kann dann wirklich, dann kann man auseinandergehen, wenn alles durch ist, ja, wenn man gereinigt ist, wie man das so schön nennt, ja, dann kannst du wahrscheinlich auf einen Lebensweg gehen, wo der Dual wird immer in deinem Herzen sein, aber dann kannst du sozusagen wirklich abschließen. Vorher geht das nicht und alle Versuche, das mit dem Kopf zu machen und zu sagen, ja, und ich schließe jetzt ab und ich vergesse den und wie gesagt, ich habe auch schon wirklich sehr, sehr viel in meiner Beratung. Also ich kenne alle Variationen und ihr könnt es mir glauben, das ist wirklich, man kann den Dual nicht wegschicken und ich finde es auch mittlerweile sogar fast einen Fehler, unter Anführungszeichen. Also weil in manchen Büchern wird geraten, man soll eben sich nicht melden und man soll nichts machen und der soll kommen.
Mittlerweile muss ich sagen, bin ich da nicht, natürlich soll man dem Tor nicht nachlaufen, aber wenn du das Bedürfnis hast, dich zu melden, dann melde dich auch, weil umso mehr wirst du das, was auf der unsichtbaren Ebene entsteht, ankurbeln, ja? Also jetzt nicht absichtlich sagen, oh, ich muss jetzt anrufen, damit der schneller kommt, sondern nur, wenn du das Gefühl hast, wenn ihr kennt eh das Gefühl wahrscheinlich, wenn irgendwas in euch wirklich so, ich muss das jetzt tun, ganz egal, was andere, alle anderen sagen, ich muss es tun. Dann tu es, ja. Dann wirst du auch diese Ebene, die äußere Ebene meiner Meinung nach, verändern, insofern, dass es vielleicht schneller geht, ja. Also, dass es nicht mehr so lange dauert, aber sonst, wie gesagt, solange ihr nichts seht im Außen, bitte, wie gesagt, viele glauben dann immer, da passiert nichts. Und wenn das Jahre dauert, aber es passiert etwas, ganz, ganz sicher, das, ja, kann ich euch fast versprechen, dass was passiert innerlich. Und der Dual wird dich nie vergessen. Er wird dich, auch wenn er in einer anderen Beziehung ist und ich weiß nicht was und am anderen Ende der Erde lebt, ja, du wirst immer in seinem Herzen sein und er in deinem. Und das ist eigentlich ja, um das geht es eigentlich, ja. Wir sollen ja die bedingungslose Liebe lernen, ist jetzt fast das falsche Wort, aber wir sollen in die bedingungslose Liebe kommen. Sprich, du liebst diesen Menschen. Und er geht seinen Weg, nicht macht, was er will. Natürlich soll man nicht alles akzeptieren, das wird immer so gern falsch verstanden, sondern lass ihm sein Ding machen oder ihr, ja. Lass diesen Menschen seinen Weg gehen und wenn er bereit dazu ist für dich, dann wird er kommen. Und dann wird es sich auch in der äußeren Ebene zeigen. Aber du machst keine Fehler und du machst gar nichts falsch, wenn sich eben im Außen noch nichts zeigt. Und du spürst es aber, du hörst es in meinen Orakeln, ja. Dass irgendwas sich tut, ich kenne das auch von mir gut, ja, ich spüre das auch oft, aber es passiert nichts im Außen. Und das ist eben das, ja, wo sich auf der unsichtbaren Ebene, die wir eben nicht greifen können, ja, tut sich sehr, sehr viel. Es ist so, ich kann dir nur wirklich den Tipp geben, auch wenn du vielleicht noch gar keine Ahnung hast mit einer spirituellen Arbeit, mit den Energiearbeit, aber also generell Dualseelen, wenn du in einem Dualseelenprozess bist, bist du spirituell sehr hochentwickelt, auch wenn du vielleicht gar nichts machst und sagst jetzt so, haha, ich tue ja gar nichts spirituell, aber du bist es trotzdem, ja. Und dann trau dir auch wirklich zu, deine Impulse, das, was du fühlst, zu empfangen und auch für dich zu deuten, weil du wirst viel spüren. Und man kann auch wirklich mit dem Dual auf die Ebene gehen, mit ihm zu reden, ja, also viele reden mit ihren Dualen und das, was du empfängst, ist auch real, ja, weil dann sagen wieder viele, ja, das bilde ich mir jetzt ein und ja, das kann ich mir nicht vorstellen, aber du kannst mit ihm reden und dann kannst du auch was für euch beide tun und das wird auch dir gut tun, ja, zu empfangen, Impulse zu empfangen, Nachrichten von ihm oder ihr zu empfangen. Und dann tut man sich auch leichter, ja, wenn auf der äußeren Ebene so gar nichts passiert. Ich meine, ich habe mir da wieder ein bisschen leichter zu reden in dem Fall, weil ich ja energetisch arbeite und nicht wirklich viel spüre. Also auch von euch, ja, im Wechsel von meinen Zuschauern, von meinen Klienten. Es ist halt immer so eine Verbundenheit da mit allen, mit allem und mit allen, ja. Aber wie gesagt, auch wenn man nicht so geübt ist, ja, verbind dich einfach mit ihm oder ihr. Denk an ihn in Liebe, ja, und schick ein Herzstrahl hin. Und ich schwöre es dir, du wirst es nicht dir einbilden, was auch immer zurückkommt, ja. Und das hilft dir vielleicht auch besser, diese Zeit, mit dieser Zeit umzugehen, wo man keinen Kontakt hat. Wie gesagt, wir müssen wirklich lernen, dass es nicht um den Kontakt geht, ja, so schwer das ist. Es geht nicht um den Kontakt in der äußeren Ebene, sondern eben, was passiert energetisch? Was passiert auf der Ebene, die man eben nicht angreifen kann? Um das geht's. Und um die bedingungslose Liebe. Und auch die kann man nur auf dieser Ebene leben, meiner Meinung nach. Es sagen zwar viele spirituelle Lehrer eben, dass wir das hier lernen sollen, das sage ich ja auch, ja, für euch, aber eben das ist schwer, also für mich zumindest finde ich es im Moment noch schwer, auf der dualen Ebene, auf der wir uns eben jetzt befinden und wir haben die Polarität, da ist es nicht leicht oder für mich geht es fast gar nicht wirklich, bedingungslose Liebe zu leben. Und ja, ich wünsche euch das, dass ihr diese bedingungslose Liebe
leben könnt und dass ihr Kontakt zu ihm bekommt. Oder ihr auf der energetischen Ebene auf jeden Fall. Und ja, natürlich auch auf der äußeren, auf der sichtbaren Ebene. Ich weiß, das ist sehr für vielen natürlich alles sich wünschen. Aber es kommt alles zur rechten Zeit, wann es kommen soll. Na gut, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen, Zuhören. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Tschüss!